Okay, dann würde ich sagen, dann starten wir. Ja, ich begrüße erstmal alle herzlich, meine Damen und Herren, Drittgeschlechter, Aliens und sonstige, zum dritten Teil unserer Lesereihe AWS Literatur blättert auf, gefördert von Neustart Kultur und ja, ursprünglich eigentlich auch im Rahmen der Südlese, die ist ja nun schon vorbei, aber das ist, wir sind sozusagen noch eine Nachwehe und ja, mein Name ist Jan-Christoph Nerger und ich darf ja, heute durch diesen Abend führen. Kurz ein paar organisatorische Sachen. Also dieser Raum mit dieser Treppe ist nicht besonders beliebt, aber wer diese Treppe erklimmt, der kriegt auch was zu trinken. Und von daher würde ich sagen, lohnt es sich zwischendurch in der Pause nachher oder vielleicht zum Schluss nochmal, wie auch immer. Und ja, und für danach erforderliche Bedürfnisse geht es einmal hier runter. Und ja, das kurz dann. Dann haben wir an diesem Tisch, wo nachher auch die Bücher zu erwerben sind, auch eine sogenannte kleine Hutspende. Wer mag, ich sage dazu auch immer ausdrücklich, also wer mag und ich sage auch wirklich ausdrücklich, wer kann, wer nicht kann, braucht sich nicht angesprochen zu fühlen, ist mir sehr wichtig. Ja. Das zum Organisatorischen und dann finde ich, ja, dann jetzt mal, fangen wir aber auch mal wirklich an. Ne? Ja, der dritte Teil, der heißt Geschichten von Raumflügen, Stadtleben und Überleben. Es ist, wie gesagt, der dritte und letzte Teil unserer Reihe. Die AutorInnen Ulrike Burbach, Klaus von Hollen und Wilfried Abels ja, erzählen heute aus zuweilen skurrilen Kurzgeschichten des Lebens und Stadtlebens, aber auch aus einem Science-Fiction-Roman. Ja, Ladies First, beginnen wir mit Ulrike Burbach. Sie schrieb schon als Kind Geschichten, studierte später Germanistik, Politik und Philosophie in Duisburg und Hamburg, arbeitete zeitweilig beim Feuilleton des Hamburger Abendblatts. Ja, heute widmet sie sich der Malerei und dem Tanz und glücklicherweise auch dem Schreiben, sonst wäre sie nicht hier. Ja, aus ihrem Kurzgeschichtenband Stadtgespenster hören wir von modernen Gespenstern der Großstadt. Anders als frühere Artgenossen sind sie zeitlich vollkommen flexibel und mit ganz anderem Equipment ausgestattet. Sie lehren auch nicht nur das Fürchten, sie sorgen auch gern in absurden und komischen Situationen für allgemeine Ratlosigkeit. Und es dauert jetzt noch 2 Sekunden, während ich das Mikro hier auf einbaue und dann hören wir Ulrike Burbach. Geht das so? Ja, danke Christoph. Ich bin Ulrike Burbach. Für mich sind Geschichten sehr wichtig. Ich glaube, dass Geschichten in schwierigen Sachverhalten sowas wie einen Sinn schaffen können und dass sie unter uns Menschen auch eine Verbindung schaffen. Mein Buch Stadtgespenster besteht aus 7 solcher Geschichten. Aus 3 davon möchte ich jetzt vorlesen. Als erstes aus der Geschichte von dem Bauarbeiter, der mit der Sprache kämpft, um die schwierigen Sachverhalte darstellen zu können, in denen er mit seinem Gewerbe steckt. Bauwut. Weil er zu groß geworden, zu alt, am Gebäude zu nah, deswegen Gefahr für die Zukunft. Also weg damit. Fällt. Habe ich gerade echt gelesen. Von so einer Agentur im Internet, die für einen sowas schreibt, der selbst nicht so kann, wie ich einer. Also wenn ich sowas bräuchte, so eine Genehmigung fürs Amt, dann schreiben die. Dass einer kommt und den fällt wegen Sichtbehinderung, Platzmangel, alles sowas, wenn ich bauen wollte zum Beispiel. Will ich natürlich gar nicht. Von welchem Geld denn? Bin ja nur ein Bauarbeiter. Kann zwar schuften auf dem Bau, Geld wird aber nicht mehr davon. Grips habe ich dafür aber ein bisschen schon. Ich sehe ja, was so passiert. Deswegen muss ich das jetzt so unbedingt raushauen, wenn auch schwer. Kann ihn nicht mehr aushalten, musste mal glauben. Tausende Baustellen, echt jetzt, in der ganzen Stadt, ich schwör's, komm ja viel rum. Auf wie viele Baustellen ich schon war, vor allen Dingen so am Rand von der Stadt, da wird gebaut wie Irrsinn.
Und da fallen sie. Zu 100. Glaub mal nicht, dass ich übertreibe. Die Stadt ist selbst auch nichts besser. Die hacken ab wie geht. Marktplatz neu machen, mal eben 30 Bäume weniger. Vor der Post auch zwei weg, keiner weiß warum. Wird zwar was neu gepflanzt, muss aber erst mal wachsen, so 30, 40 Jahre. Was die Stadt kann, können auch Normalleute. Hab ich neulich selbst erlebt. Ratzfatz Säge, die Nachbarn schreien, der Besitzer lacht, Riesenkastanie weg, isse, will bauen. Kann man kaum glauben. Ging sicher anders. Am Schärfer zum Beispiel. Oder Baum nur stutzen. Fällt aber keinem ein. Baum fällt. Dafür sengende Sonne im Sommer ohne Bäume. Wird doch immer heißer wegen Klimakrise. Merkst du auch, oder? Die Bäume halten aber auch Stürme. Auch gibt von denen auch immer mehr. Und willst du gleich zu den Nachbarn rüberglotzen können? 5 Meter hohe Sichtschutzzäune aufbauen, damit du den neu gebauten Kasten von nebenan nicht den ganzen Tag bewundern musst? Vielleicht arbeite ich ja im falschen Gewerbe. Muss ich was Neues suchen? Mir kommen jetzt immer so komische Gedanken. Nimm ein Bier und halt's Maul, sagen dazu meine Baukumpels. Wer will das schon so genau wissen? Wie willst du arbeiten, wenn du sowas denkst? Ich denke aber sowas. Geht irgendwie nicht anders. Einer muss doch was denken, oder? Lies manchmal Internet. Nicht nur das mit diesen Agenturen, die Sülze schreiben für einen, wenn man's braucht. Steht auch was da, was ist, wenn Baum weg? Was der alles machte und konnte, so mit Bodenbesserung und Sauerstoffproduktion und dat Kram. Schreib so schwere Wörter einfach ab, deshalb kann ich die jetzt. Wusste ja auch nicht so viel davon, wie eben fast alle. In der Schule haben sie wohl mal was erzählt, hat mich aber nicht so interessiert damals. Boden geht kaputt, kann man sich denken, wenn man baut. Ja, klar, muss auch gebaut werden. Frage nur, wie? Aber mal dran gedacht. Lebt viel im Boden. In einer Schippe voll damit stecken mehr Lebewesen als alle Menschen zusammen auf der ganzen Welt. Ist total der Irrsinn, schnall ich komplett ab, als das gelesen. Die werden alle platt gemacht, wenn da gebaut wird. Boden tot. Behindert auch alle Pflanzen, die drumherum um dieses schwarze Loch leben. Stört Struktur vom Boden. Regengewürm, Wühlmäuse, Maulwürfe, Fadenwürmer, so Zeug, ja, klingt eklig. Will auch nicht zu nah mit denen. Findet man als Bauarbeiter aber immer mal wieder. Tot meistens, logisch. Klar, einer tot, stört niemanden. Aber viele geht halt nicht, der Boden braucht die. Auflockerung und so Zeug. Geht in Arsch, wenn der Haus steht, Garage, all der Kram und anderen Boden, wo noch nichts steht, geht's auch nicht gut. Warum? Wegen Einfluss. Kann man denken, oder? Wenn an einer Stelle ausfällt was, funktioniert Rest auch nicht richtig, oder? Erkältung ist im Kopf, aber restlicher Körper fühlt sich auch nicht. Schon gemerkt, oder? Soweit. Zur Bauwut. Ja, es fängt ja gut an. Als zweites die Geschichte von Wallabuk. Wallabuk kehrt zurück. In einer ersten Geschichte haben sich die Hausbewohner bereits über den neuen geheimnisvollen Dachbewohner den Kopf zerbrochen. Jetzt in der zweiten Geschichte liegt Claras Mann im Bundeswehrkrankenhaus und Clara muss ziemlich auf sich gestellt allein mit den Ereignissen fertig werden. Als ich das nächste Mal Zimmer 104 betrat, wurde gerade das zweite Bett, das bis jetzt leer gestanden hatte, mit einem Neuzugang belegt. Zwei Pfleger, Hauptfeldwebel, Oberfeldwebel, betteten einen jungen Mann, der zunächst sichtbar nur an schlechter Laune litt. Was ihn darüber hinaus beeinträchtigen mochte, konnte ich nicht erkennen. Der junge Mann mit modischem Orkhaarschnitt, die Seitenraspel kurz, oben auf ein dunkles, pelziges Mützchen, blaffte die beiden Pfleger an, doch die ließen das mit der bemerkenswerten Ruhe dieses Ortes über sich ergehen. Im Verteidigungsfall wäre ein rauer Tonfall sicher auch ein kleineres Übel. Als die Sache abgeschlossen war, drehte der junge Ork sich zur Wand. Mein Mann und ich hatten dieses Schauspiel aus respektvoller Distanz beobachtet. Jetzt wurde er langsam unruhig, denn sein Fuß hatte weitere Fortschritte gemacht, die er mir unbedingt vorführen wollte. Und auch ich saß auf einem Sack gewichtiger Neuigkeiten, die ich so bald wie möglich rauslassen wollte. Doch wie so oft mussten die erst mal warten. Sieh mal, es geht jetzt schon mit einer Krücke, verkündete er strahlend und begann mir sein fortgeschrittenes Gehumpel zu demonstrieren. Sein kaputter Fuß schien zumindest wieder teilzeitbelastbar. In diesem Augenblick knurrte es aus dem Nachbarbett, halt den Rand, Opa, ich will schlafen. Die Bundeswehr muss entgegen anderer Meinung doch voll einsatzfähig sein, fiel mir ein, mit schlechter Laune sollte sich ja besser kämpfen. Danach verließen wir schnell das Zimmer. Komm, lassen wir den, ich soll das Laufen üben. Das Wetter ist schlecht, in der Cafeteria waren wir jetzt auch schon, also zeige ich dir das Krankenhaus.
Meine Begeisterung über diese Besichtigungstour hielt sich in Grenzen, aber einen besseren Vorschlag hatte ich auch nicht. So folgte ich meinem Mann durch die verschiedenen Flure und Gänge, soweit wir diese betreten durften. Alles lag wunderbar, überschaubar und ruhig da, wie auf unserem eigenen Flur. Wäre es mal in einem Krieg so friedlich, seufzte mein Mann. Dann gäbe es dieses Krankenhaus auch nicht, gab ich zu bedenken. Für Frieden auf der Welt würde ich das glatt in Kauf nehmen. Da war natürlich etwas dran. Als wir im dritten Stock in den HNU-Bereich wechselten, erzählte ich meinem Mann endlich von meinen eigenen interkulturellen Bemühungen, mit denen ich die letzte Nacht verbracht hatte und die ja vielleicht in kleinstem Umfang einen Schritt hin näher zum Weltfrieden führen könnten. So, machte mein Mann, wir befanden uns gerade auf der Höhe eines Röntgenraumes. Du scheinst ja sehr aufregende Nächte ohne mich zu verbringen. Nur kein Neid, du verbringst schließlich deine Nächte mit Kafka, dazu sage ich ja auch nichts. Du hast recht, aber Kafka ist leider ausschließlich aus Papier. Inzwischen bin ich übrigens schon bei Band 8. Hast du die Geschichte gefunden, die gut ausgeht? Wir hatten nicht auf die Umgebung geachtet und waren in einer Sackgasse gelandet. Vor uns verkündete ein Schild, dass der Durchgang hier verboten sei. Wir mussten umdrehen. Komm, lass uns mal diese Treppe nehmen. Die führt uns bestimmt wieder nach unten in den Bereich, in den wir gehören. Schaffst du das mit der Krücke? Natürlich. Ein wenig besorgt beobachtete ich ihn, wie er hoppelnd und ein bisschen um sein Gleichgewicht kämpfend in die Tiefe stieg. Doch ein größeres Unglück blieb dankenswerterweise aus. Wir traten durch eine neue Tür. Walter Buck spielt übrigens jetzt Trompete, allerdings nur nachts. Du weißt, dass er Künstler ist. Vielleicht hat er umgesattelt. Die Literatur lag ihm wohl doch nicht so. Naja, in der Musik hat er es kaum weitergebracht. Er spielt nur einen einzigen Ton und das ausgerechnet vor unserem Haus. Weil er kein anderes hat, verkündete mein Mann triumphierend, als habe er diese dunkle Geschichte in diesem Augenblick endlich voll durchschaut. Leider stellte sich heraus, dass wir die Anlage dieses Krankenhauses keineswegs durchschauten. Mein Mann genauso wenig wie ich. Wir hatten uns verlaufen. Zunächst verschnaufen wir auf einer Treppenstufe. Hauptfeldwebel oder Oberstabsärzte waren weit und breit nicht zu entdecken. Wir waren allein und völlig auf uns gestellt. Kafka hin oder her, ich würde die Lektüre von Band 9 glatt verschieben, wenn ich dafür dabei sein könnte, wenn Walter Buck sein Unwesen treibt. Okay, lass uns tauschen. Ich verbringe dafür hier eine ungestörte Nacht. Dafür müssen wir aber erstmal das Zimmer wiederfinden. Mühsam erhoben wir uns. Ich half meinem Mann mit der Krücke. Auf dem Nachbarflur erkannten wir von Weitem einen anderen Menschen. Oberfeldarzt, Oberstabsarzt, doch er war eindeutig zu schnell für uns und wir mussten uns mit der Tafel begnügen, auf der ein Lageplan abgedruckt war. Den Rückweg erkämpften wir uns Stück für Stück. Nach gefühlten Stunden erreichten wir endlich wieder Zimmer 104. Das Bett nebenan war leer. Dieser Mensch ist offenbar sehr schnell genesen, bemerkte ich, während mein Mann wohlig seufzend in seinem Bett verschwand. Dabei dachte ich, schlechte Laune bewirke genau das Gegenteil. Auch ich fühlte mich am Ende meiner Kräfte, als ich mein Zuhause erreichte. Trotzdem beschloss ich, den Müllcontainern einen Besuch abzustatten, bevor ich endgültig in meine eigene Wohnung zurückkehrte. Die Müllabfuhr sollte bereits am nächsten Tag erscheinen und so schien jetzt der einzige Zeitpunkt für eine Inspektion zu sein. Ja, dort in dem Container ganz rechts außen, dort hatte Walter Buch sein seltsames Paket hineingeworfen, wenn ich mich richtig erinnerte. Vorsichtig schob ich den Deckel zurück. Es stank fürchterlich. Deshalb konnte ich nur einen Blick auf den angehäuften Müll werfen und war sehr überrascht davon, was die Leute so alles wegwarfen. Nicht nur Trompeten, die ich allerdings in der Eile nirgends entdecken konnte und nur irgendwo in dem Haufen vermutete, sondern sogar ein vollständiges Klo sah mich an, die Schüssel wie ein Auge auf mich gerichtet. Hastig ließ ich den Deckel zurückfahren und atmete erleichtert die frische Luft ein. Erneut ging ich an diesem Abend früh zu Bett, denn ich konnte die Augen kaum noch aufhalten. Doch kaum ausgestreckt meinte ich, Geräusche im Hausflur zu hören. Oder bildete ich mir das nur ein? Merkwürdige Geräusche oben auf dem Dachboden, ein Schleifen, ein Schaben. Dann war ich plötzlich wieder wach. Hatte mich etwas geweckt oder war es nur die Einsamkeit des Bettes gewesen? Ich wusste es nicht, aber meine Augen ließen sich einfach nicht mehr schließen. Eigensinnig klappten sie immer wieder auf. Es half nichts. Ich musste aufstehen und mich zu einer weiteren Nachtwache ins Wohnzimmer begeben. Weil ich schon einmal da war, konnte ich auch gleich einen Blick aus dem Fenster werfen. Heute Nacht war doch sicherlich alles ruhig. Doch zu meiner größten Überraschung erwartete mich ein weiterer Akt im Drama Walter Buck. Die Bühne war bereits wohl vorbereitet. Unten stand, wieder vor dem Gartenzaun,
Wieder von dem Scheinwerfer der Straßenlaterne perfekt ausgeleuchtet, unser lieber Freund, diesmal mit einem noch größeren Paket unter dem Arm, das ebenfalls mit sehr viel Stoff umwickelt war. Dass es sich nicht um die Trompete handelte, erkannte ich sofort, wie auch, die lag bestimmt immer noch unter dem Müllberg in dem Container ganz rechts außen. Balabuk, gekleidet in sein übliches düsteres Ensemble, den Mantel offen, legte sein Stoffpaket über den Zaun und was nun folgte, schien die These meines Mannes von seiner Obdachlosigkeit zu stützen. Er begann, sich seine Hose auszuziehen. Ich traute meinen Augen nicht. Notdürftig durch diesen schrecklichen Mantel geschützt, fing er tatsächlich an, sich auszukleiden. Doch wovor eigentlich geschützt? Auf der Straße war absolut niemand, der ihm hätte zusehen können. Nur ich. Und er konnte nicht ahnen, dass ich wie ein Voyeur heimlich nachts am Fenster hockte und ihn gespannt beobachtete. Bis er in der Unterhose dastand, dann griff er in den Stoffberg über den Zaun und zog eine neue Hose heraus. Unbeholfen schlüpfte er hinein und stolperte. Da er dabei nicht den Zaun demolierte oder ein Loch in die Straße riss, war dies bisher sein leisester Auftritt. Nevra nebenan würde davon sicher nichts mitbekommen. Als er endlich in der Hose steckte, kam ein neues Hemd dran, das genauso wie die Hose in dem Paket gelegen hatte. Vor Aufregung musste ich kichern. Was hatte der bloß ausgefressen, um solche Manöver mitten in der Nacht zu starten? Jedenfalls hoffte ich, dass er sich nicht umzog, um diesmal eventuell Pauke zu spielen oder unser Haus in die Luft zu sprengen und dann unerkannt in anderen Klamotten zu verschwinden. Jetzt waren tatsächlich noch die Schuhe an der Reihe. In diesem Moment bog jemand um die Ecke. Ich beugte mich noch stärker vor und drückte mir die sprichwörtliche Nase an der Scheibe platt. Eine junge Frau kam auf der nächtlichen Stripper zu. Ich glaubte, ihr Gesicht aus der damaligen Kafka-Lesung wiederzuerkennen. Ich blinzelte mit den Augen, um sie bei dem sparsamen Licht besser zu erkennen, aber meine Augen verweigerten sich. Jedenfalls kannten die beiden sich. Auf meinem heimlichen Beobachtungsposten sah ich, wie sie auf ihn zuging. Sie sagte etwas zu ihm und dann nahm er sie tatsächlich in die Arme. Mir fielen fast die Augen aus dem Kopf. Balabuk hatte eine Freundin? Für mich war er bisher ein einsamer Wolf gewesen, der allein auf unserem Dachboden gehaust und seltsame Dinge getrieben hatte, von denen nur wir, die Hausbewohner, zufällig etwas mitbekommen hatten. Die einzigen Male, in denen wir ihn nicht allein erlebt hatten, waren die Geschehnisse rund um die Kafka-Lesung gewesen, in denen die Akteure darin jedoch wie Aliens erschienen waren, die mal eben einen Kurztrip zur Erde unternommen hatten. Er küsste sie, dann steckte sie ihm etwas zu. Waren das Geldscheine? Er stopfte das Bündel achtlos in die Tasche seiner neuen Hose und sie bückte sich, um das Paket mit den alten Klamotten an sich zu nehmen. Das musste etwas Unbegreifliches in Balabuk ausgelöst haben, denn seine Stimmung schlug um in Zorn. Er redete auf sie ein und warf seine Fäuste in die Luft, während sie etwas zurückschrie. Noch immer verstand ich kein Wort. Damit fand der Spuk sein vorläufiges Ende. Sie warfen sich beiderseitig noch etwas an den Kopf, dann rannte sie weg, das Paket unter dem Arm. Auch er verschwand aus dem Lichtkreis der Laterne, die plötzlich nichts anderes mehr beleuchtete als den leeren Bürgersteig. Schlaftrunken saß ich am nächsten Morgen bei einem sehr späten Frühstück. Hatte ich das alles nur geträumt? War es wirklich geschehen? Mir fielen die Geräusche ein, die ich zu Beginn der Nacht gehört zu haben geglaubt hatte und die mir jetzt, da die Morgensonne auf meinen Küchentisch fiel, am unwirklichsten erschienen. Dieses Schleifen und Schaben. Ich spitzte die Ohren, im Augenblick war natürlich nichts davon zu hören. Nachdenklich trank ich meinen Kaffee aus und beschloss noch einmal auf dem Dachboden nachzusehen. Die geflüchtete Putzfrau hatte ich auch noch nicht vergessen, obwohl mir seitdem niemand mehr begegnet war, der ihr auch nur im Entferntesten ähnlich gesehen hätte. Als ich auf den Hausflur trat, kam Nevra die Treppe von unten herauf. »Hallo Nevra, wie geht es dir? Ist das Enkelkind schon da?« Schnaufend erreichte sie unsere Etage. »Nein«, erklärte sie mir, als sie mir gegenüberstand, eine Einkaufstasche in der Hand, »es sei noch immer nicht so weit, könne aber jeden Tag passieren. Sie warte weiterhin dringend auf ihren Mann, der mit seinem Cousin und dessen Familie in Diyarbakir auf die Ausreisepapiere warte.« Ich nickte mitfühlend. »Noch etwas«, flüsterte Nevra und trat dabei einen weiteren Schritt auf mich zu. »Gestern Abend, hast du das auch gehört? Da waren wieder solche Geräusche, fast wie vor einem Jahr. Oh, ich hatte richtig Angst, wo ich doch jetzt allein bin in der Wohnung.« In diesem Moment hörten wir beide die Tür zum Dachboden klappen. »Da ist jemand«, wisperte meine Nachbarin in höchster Aufregung, stellte ihre Tasche ab und suchte hektisch nach dem Wohnungsschlüssel, vermutlich um sich in der eigenen Wohnung zu verstecken. »Hör zu, Nevra«, sagte ich, »lass uns nachsehen, lass uns gucken, wer da oben sein Unwesen treibt, dann wissen wir endlich Bescheid.« »Nein, besser nicht, ich will keinen Ärger.« »Hatten wir nicht schon genug davon? Ich will jetzt wissen, was hier gespielt wird.«
Vielleicht war es mein forscher Tonfall, der sie ihre Meinung ändern ließ. Jedenfalls machten wir uns Augenblicke später gemeinsam auf zur letzten Treppe in diesem Haus. Auch wenn Nevra sich vorsichtshalber ein wenig hinter mir hielt. Offenbar wurde dem da oben klar, dass wir auf dem Weg zu ihnen waren, denn jetzt klappte die Tür zum Speicher erneut. Er ist weg, bemerkte meine Nachbarin. Nein, wie sollte er? Er ist auf den Dachboden zurück. Er hat uns kommen gehört. Bitte geh jetzt nicht nach unten. Zusammen mit dir fühle ich mich auch sicherer. Wir redeten von einem Er. Wir dachten nicht an Putzfrauen, sondern immer noch an Ballerbuck. Oben angekommen, öffnete ich die Tür und schaltete sofort das Licht an, obwohl die Sonne der Beleuchtung bereits viel Arbeit abnahm. Hinter mir trat zögernd meine Begleiterin ein. Kaum einen Meter von uns entfernt standen uns zwei Frauen gegenüber, eine jüngere und eine ältere, bewaffnet mit Eimern und Schrubbern, als wollten sie diese zu ihrer Verteidigung einsetzen. Als erstes fiel mir die verblüffende Ähnlichkeit mit Ballerbuck auf, als stünde dort er selbst in einer älteren und einer jüngeren weiblichen Ausgabe. Es war unglaublich, sie waren ihm wie aus dem Gesicht geschnitten, obwohl die ältere Frau, vermutlich seine Mutter, ebenso dick war wie ihr Sohn dünn. Bei der Jüngeren handelte es sich wahrscheinlich um seine Schwester. Und wir hatten die ganze Zeit geglaubt, er sei allein. Jetzt lernten wir gleich seinen ganzen Clan kennen. Ärger, Erstaunen und Belustigung kämpften in mir um eine Vorrangstellung. Ich spürte, wie Nevram neben mir wieder einen Schritt zurückwich. Wir tun nichts, schrie nach der ersten Überraschung die Mutter laus. Nur sauber machen. Es wirkte absolut überzeugend. Die beiden trugen Putzkittel, zurückgebundene Kopftücher und wollene Strümpfe. Die Jüngere erklärte etwas, halb an uns, halb an ihre Mitstreiterin gewandt, in einer unverständlichen Sprache. Was sagt sie, fragte ich Nevra. Verstehst du das? Nein, kein Wort, kenne ich nicht. Warum putzen sie hier? Warum ist ihre Tochter neulich vor mir davongerannt, fragte ich die Mutter, mit der ich mich offensichtlich wenigstens in Ansätzen verständigen konnte. Nicht schlimm, nur putzen, für Sohn. Für ihren Sohn? Ich war reichlich verdattert. Wer ist das? Ballerbuck? Weiß die Hausverwaltung davon? Eigentlich war ich nur neugierig gewesen, aber sie bekam anscheinend Angst. Wir gehen müssen. Jetzt. Sie gab ihrer Tochter einen Schubs. Im Nu sammelten sie ihre Putzutensilien ein und verschwanden, schnell an uns vorbeigedrückt, die Treppe hinunter. Nevra und ich sahen ratlos ihren entschwindenden Schatten nach. Soweit. Soweit zu Ballerbuck. Jetzt ja. Noch eine dritte, letzte Geschichte. Sie heißt Bald ohne mich und schildert die letzten Tage einer sehr alten Frau. Bald ohne mich. Ich werde gehen und ich gehe allein. Wie weit meine Wege geworden sind. Nur bis zur Toilette braucht es schon eine Viertelstunde anstrengenden Fußmarsches. Immer einen Fuß vor den anderen. Das Gleichgewicht halten, sich von keiner Schwäche ablenken lassen. Und wenn ich dann endlich neben der Schüssel angekommen bin, beginnt das Herumzerren an den Klamotten. Die Hände sind so taub, sie schlafen mir immer wieder ein. Der anschließende Gang in den Garten dehnt sich noch weiter, als läge der auf der anderen Seite der Stadt. Na, ich übertreibe, aber Sie wissen vielleicht, was ich meine. Kurz bevor ich mein Ziel erreicht habe, ist die letzte Hürde zu nehmen, die Terrassentür. Glücklicherweise ist sie mit so einem altmodischen Riegel verschlossen, den selbst meine unnützen Hände gerade noch so bewältigen können. Dann wieder die Füße, jetzt über die Schwelle heben, also hoch damit, nirgendwo hängen bleiben, während ich mich irgendwo am Rahmen festkrallen muss. Ja, das Alter ist ein Abenteuer, das kann ich Ihnen sagen. Wie ein Kind entdeckt man jeden Tag neue Herausforderungen in der altvertrauten Umgebung. Endlich liege ich im Gartenstuhl. Aber nicht mal das Liegen entspricht dem, was es einmal gewesen ist, denn der Körper scheint sich in den letzten Jahren in einer Art Dauerspannung zu befinden, zu eingerostet in steinalten Scharnieren, um noch auf Entspannung umstellen zu können. Ich stelle mir ein uraltes Wrack vor, das aus der Tiefe gezogen wurde, daran können Sie auch nichts mehr verändern. Schmerzen also hier und Schmerzen da, dann jedoch bemerke ich, wie angenehm die Luft heute ist, wie mich ein Windchen fächelt, ganz wunderbar. Früher habe ich die Hitze geliebt, oh ja. Während andere Leute ihren Kreislauf bemühten, um möglichst bewegungslos bei kalten Getränken in einer schattigen Ecke hocken zu können, habe ich noch in der Mittagshitze Tennis gespielt, endlose Sonnenbäder genommen, die zu den wirklich schwerelosen Augenblicken meines Lebens gehörten. Für immer dahin. Es gibt kein Zurück mehr. Heute muss ich selbst bei moderaten Temperaturen im Schatten liegen, so wie meine Bekannten von früher. Früher. Welch ein gehaltvolles Wort inzwischen.
Sonnenflecken tanzen auf den Terrassenfliesen, im Gras flirren Licht und Schatten. Ein plötzlicher Windstoß weht ein Büschel zur Seite, das hell aufleuchtet wie Meereswellen. Plötzlich werde ich wach. War das nicht die Türglocke eben? Schon dreht sich der Schlüssel in der Tür. Das muss eine von den Pflegerinnen sein. Denn bis ich an der Tür wäre, würde das natürlich viel zu lange dauern. So viel Zeit haben die vom Pflegedienst nicht. Die sind immer in Eile. Deswegen haben wir ein Zeichen ausgemacht. Zuerst schellen sie, damit ich weiß, dass jemand kommt. Dann schließen sie auf. Noch immer finde ich es merkwürdig, eine der Ursachen ihrer unaufhörlichen Eile zu sein. So als sei man ein besonders sperriges Hindernis, das auf irgendeiner ihrer Hauptverkehrsstraßen liegen geblieben ist. Jetzt fällt die Wohnungstür zu. Schnelle Schritte erst im Flur, dann im Wohnzimmer. Frau Sprohl? Frau Sprohl, wo sind Sie? Im Garten? Es ist Frau Niemann, meine Lieblingspflegerin. Ich erkenne sie an der Stimme. Es gibt 3 Pflegerinnen, die mich besuchen, morgens und abends. Sie kommen in irgendeinem beliebigen Rhythmus. Ich weiß nie, wer das nächste Mal erscheint. Eigentlich sind alle nett, aber Frau Niemann riecht so gut. Das ist wichtig, wenn man sehr eng miteinander zu tun hat. Alles in Ordnung, Frau Sprohl? Kommen Sie, ich helfe Ihnen wieder hinein. Gehorsam erhebe ich mich. Eigentlich wäre ich gern noch einen Moment draußen geblieben. Es ist heute so schön. Aber am Arm der etwas molligen Frau Niemann geht die Rückreise natürlich leichter. Wonach riecht sie denn heute? Ich weiß es nicht. Es scheint eine Mischung aus einer anderen Welt zu sein. Einer Welt, die mir inzwischen größtenteils verschlossen ist. Die hinter mir liegt, auf der Rückseite des Mondes. Sie geleitet mich ins Badezimmer. Das liegt ein paar Stufen höher als das Wohnzimmer, in dem mittlerweile auch mein Spezialbett mit dem Galgen Platz gefunden hat. Genau der richtige Ausdruck für eine wie mich, die nur noch mit einem Bein in dieser Welt verhaftet ist. Die Treppe hinauf in mein Schlafzimmer schaffe ich nicht mehr. 3 Stufen am Arm einer Frau Niemann sind aber sogar mir möglich und während wir unterwegs sind, plappert sie unaufhörlich vor sich hin. Über das Wetter, es regnet nicht in diesem Sommer, ihre kleine Enkeltochter, ihre Schwiegertochter erwartet jetzt das zweite, ihr schreckliches Auto, schon wieder in der Werkstatt, aber es stört mich überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, tut es mir gut, eine Stimme zu hören, die von den Banalitäten des Alltags erzählt. Sie glauben gar nicht, wie beruhigend Nichtigkeiten auf den Menschen wirken können, der am Rand des Abgrunds steht. Dann sind wir angekommen. Jetzt ziehen Sie sich mal aus. Soll ich Ihnen bei dem Kleid helfen? Eine rein rhetorische Frage. Oder pure Höflichkeit. Als ob ich das noch selbst könnte. Dabei mag ich es nicht, mag es gar nicht, mich vor anderen Leuten auszuziehen. Das fiel mir nie leicht, schon damals mit meinem Mann nicht. Aber bei ihm war das eher so ein schüchternes Schämen. Mittlerweile hat sich diese Peinlichkeit jedoch zu einem regelrechten Syndrom entwickelt. Runzeln, Falten, hängende Würste, wohin man auch blickt. Glauben Sie mir, das findet kein Mensch mehr schön. Es ist aber auch nicht mehr nötig. Mein Körper macht mir in aller Deutlichkeit klar, dass er genug von mir hat, so wie ich von ihm. Er quittiert nun seinen Dienst. Vielleicht fragen Sie sich, woher ich weiß, dass ich sterbe. Nun, ich habe es im Spiegel gesehen, in meinem Gesicht. Es hat sich ungeheuer verändert. Und ist doch gleichzeitig dasselbe geblieben. Es sind dieselben Augen. Meine Haut allerdings, die ist gelblich-weiß von einem geradezu erschreckenden Farbton. Die Augen sind eingesunken, auch das sieht merkwürdig aus, von bläulichen Schatten umgeben, dieselben, die auch auf meinen Wangen liegen. Meine Lippen haben ihre Rotfärbung verloren, sie sind rissig und ebenfalls bläulich-weiß. Gewiss wäre es leicht, bereits von einer Totenmaske zu sprechen, und doch finde ich gerade in diesen maskenhaften Zügen tatsächlich etwas von der Jugend wieder, von der elfenhaften, puppenhaften Schönheit der Jugend. Noch immer bin ich es, damals jung, heute alt. Ich bin es, die im Nachthemd vor dem Spiegel steht, eine Urgroßmutter, die in ihr eigenes Gesicht starrt. Ja, das war Ulrike Burbach. Wir kommen nun zu Klaus von Hollen. Als Bremer Jung 1963 vom Stapel gelaufen, begann er 1990 mit dem kreativen Schreiben. 2004 veröffentlichte er mit 4 weiteren Autoren den Kurzgeschichtenband Metro.pole Untergrundgeschichten. Wo er nicht nur mehrere Geschichten, sondern als begeisterter Fotograf auch alle Bilder für die Illustrationen beisteuerte. Für viele Fotos sorgt er auch als Teammitglied hier bei uns bei AWS Literatur.
Und 2016 hat er seinen ersten Roman beendet, Zeugnis eines Außenseiters. Und jetzt folgt sein aktueller Band Icarus und andere Erzählungen. Aus dem, also wer den Flyer gesehen hat, er trägt eine andere Geschichte vor als die dort erwähnte, aus Gründen. Und wir hören jetzt die Kurzgeschichte, die Kurznachricht. Ja, meine Damen und Herren, Klaus von Hollen. André Geist, 38 Jahre. Eine elegante Erscheinung. Er trägt Armani, Designerhemden, passende Krawatten dazu und, um den vielleicht etwas zu konservativen Gesamteindruck zu brechen, ein 5 cm langes Zöpfchen. Auf jeden Fall nichts von der Stange. Das wäre auf dem Frankfurter Börsenparkett ein absolutes No-Go. Dort, wo der Schein immer noch das Sein bestimmt. Er ist ein Investmentbanker, ein Topmann. Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht irgendein Headhunter versucht, ihn wegzulotsen. Geist handelt mit allem, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist. Zurzeit gehen Rohstoffe und Nahrungsmittel ganz gut. Gerade Nahrungsmittel sind ein todsicheres Geschäft, scherzt er gerne in vertrauter Runde, angesichts der ständig wachsenden Weltbevölkerung. Es ist 20.45 Uhr, als Geist an diesem verregneten Mittwoch ins Taxi steigt. Wie immer nimmt er kaum Notiz von der Person, die ihn in sein großzügig geschnittenes Loft im Frankfurter Westend bringen soll. Mindestens 12 Stunden am Tag online und telefonisch erreichbar zu sein, ist die Voraussetzung dafür, die Nase dauerhaft vorn zu haben. Man redet mit so vielen unterschiedlichen Menschen, doch Taxifahrer gehören nicht dazu. Die bekommen ihre Basisinformationen und gut ist. Das macht 10,20 Euro, mein Herr. Geist gibt ihm 11 Euro. Stimmt so, sie sollen schließlich auch nicht leben wie ein Hund. Geist lächelt. Ach, wenn ich doch so leben könnte wie unser Köter. Meine Frau hatte extra die Hundesprache gelernt, um ihm auch jeden Wunsch von seiner hechelnden Zunge abzulesen. Aber ich muss ja arbeiten. Sie wissen doch, was das ist, oder? Diesmal lächelt der Taxifahrer. Geists Smartphone meldet den Eingang einer SMS. Wenn er seine Telefone nicht hätte. Geist braucht 2 davon und nutzt sie abwechselnd. Denn bei der schwachen Akkuleistung der Dinger müssen sie mehrmals täglich ans Ladegerät. Geist öffnet Haustür und Briefkasten. Verdammt, denkt er. Wenn dieser kleine, miese Tagelöhner noch einmal seinen Werbung Nein Danke ignoriert, wird er persönlich dafür sorgen, dass Peter Harz einen neuen Klienten bekommt. Erstmal eine Dusche, diesen Tag komplett abstreifen. Dazu Duke Ellington und ein Glas Bordeaux. 20 Minuten genießt er den warmen Strahl. Als das erledigt ist, greift er zum Handy, um sich sein Abendessen zu bestellen. 5 weitere SMS sind eingegangen. Geist drückt auf Öffnen und muss einen skurrilen Text lesen. Sehr wichtig, morgen 19 Uhr bei Willi. Die restlichen 4 Nachrichten haben denselben Inhalt. So ein Dreck, denkt Geist. Mit den Kollegen hat er heute ausgiebig gesprochen. Wenn die sich mit ihm treffen wollen, hätten sie es ihm persönlich gesagt. Verärgert drückt Geist auf das Symbol des Papierkorbs. Ohne Erfolg. In den nächsten Stunden piepen beide Telefone. Immer wieder. Sehr wichtig. Morgen 19 Uhr bei Willi. Es wäre ja noch schöner, wenn ich mir von anonymer Hand diktieren lasse, wo ich meine Abende verbringe, denkt Geist. Nochmals löscht er die Nachrichten, schaltet beide Handys aus und stellt sie in die Ladegeräte auf dem Schreibtisch. Die Weinflasche ist noch zur Hälfte gefüllt. Er trinkt hastig, fühlt sich angespannt. Ich bin doch sonst eine coole Sau, denkt Geist. Warum bringt mich dieser Blödsinn so aus der Spur? Er nimmt den letzten Schluck, beschließt, zu Bett zu gehen. Schlafen kann er nicht. Er denkt, ignorieren, wer bin ich denn? Er glaubt sich diesen Satz nicht. Erste Risse, er grübelt weiter. Ich frage morgen die Kollegen, kann mir schon denken, wer mich da verarschen will. Schmidt wahrscheinlich. Den stellt er mit schöner Regelmäßigkeit vor versammelter Mannschaft los. Schmidt prahlt zwar immer mit seinem Summa Cum Laude, mit dem er sein Banking- und Finance-Studium abgeschlossen hat, aber den Raubtierinstinkt, den man für dieses Business braucht, hat er nicht und wird er auch nicht mehr erlangen. Offensive, offene Konfrontation scheut er sowieso.
Beides bringt ihm weder Ruhe noch Befriedigung. Schließlich sagt er sich, ich gehe morgen zu Willi. Ist doch eine nette Kneipe, in der man ohne weiteres ein Bier trinken kann. Mal sehen, was passiert. Wahrscheinlich nichts. Was habe ich schon zu verlieren? Das wirkt. Geist schläft ein. 6.45 Uhr. Nass geschwitzt von der morgendlichen Joggingrunde steigt Geist unter die Dusche. Einer der kurzen Momente des Tages, wo sich in seinem Kopf nicht die Gedanken drehen. Diesmal ist das Wasser eiskalt. Dann ein kleines Frühstück. Croissants, die er nach dem Laufen beim nahegelegenen Bäcker abgeholt hat. Frisch gepresster Orangensaft und ganz wichtig, schwarzer Kaffee. Er geht zum Schreibtisch, nimmt beide Handys aus den Ladegeräten, zögert. Vielleicht ist der Spuk ja vorbei, denkt Geist. Er merkt, dass sein Herz schneller zu schlagen beginnt und schaltet die Geräte ein. Sie haben 4 neue Nachrichten. Geist verspürt Übelkeit. Sehr wichtig, heute 19 Uhr bei Willi. 7.30 Uhr, es klingelt. Das Taxi wie jeden Morgen, hoffentlich, denkt Geist und verbietet sich diesen Gedanken. Ein letzter Blick in den Spiegel, alles perfekt, wie immer. Hoffentlich ist der Taxifahrer introvertiert, denkt er, während er mit dem Lift nach unten fährt. Ein Mann mit Turban und Vollbart wartet auf ihn, öffnet ihm höflich die hintere Wagentür. Danke, flüstert Geist, meilenweit von seiner sonstigen Souveränität entfernt. Hoffentlich quatscht er mich nicht voll und hält seine Ethnomusik auf erträgliche Lautstärke, denkt Geist. Doch das Radio ist aus. Der Fahrer sagt kein Wort, scheint in sich zu ruhen und lenkt ihn sicher und vorausschauend durch den Frankfurter Berufsverkehr. Der Dackel auf dem Beifahrersitz hat sich zusammengerollt und nimmt offensichtlich keine Notiz von wechselnden Menschen und Gerüchen. 10,20 Euro bitte, sagt er in sehr gutem Deutsch. Der leichte Akzent verleiht seiner Stimme eine extra Portion Charme. Geist hat es passend. 11 Euro, wie jedes Mal. Den überflüssigen Kommentar, mit dem man nur auf die Schnauze fallen kann, verkneift er sich. Vielen Dank, das ist sehr freundlich von Ihnen. Bei der Arbeit steht er neben sich. Geist, sonst für Gespür, Schnelligkeit und seine hohe Risikobereitschaft verehrt und gefürchtet, hinkt heute deutlich hinterher. Er reibt sich die Schläfen, Kopfschmerzen. So wird das nix. 243 Überstunden, denkt er sich. Er packt seine Tasche und verlässt unter großem Staunen der Kollegen die Frankfurter Börse. Sonst ist er eher derjenige, der das Licht ausmacht. Dass er eigentlich die Kollegen befragen wollte, wischt er zur Seite. Es führt eh kein Weg daran vorbei, heute Abend in diese Kneipe zu gehen, sagt er zu sich selbst. Am Börsenplatz winkt er sich ein Taxi heran. Diesmal handelt es sich um einen deutschen Staatsbürger, der in seinem Fahrzeug zu wohnen scheint. Alles ist mit Decken ausgelegt, die heimelige Atmosphäre vorgaukeln sollen. Im Fußraum liegen sogar kleine Perserteppiche. Dieser Fahrer, kein Kostverächter und routinierter Biertrinker, ist sehr gesprächig. Er jammert über das schlechte Geschäft, macht die Aushilfen für den Niedergang des Gewerbes verantwortlich und kommt schließlich zu seiner Familie, mit der er auch nicht besonders glücklich ist. Ich muss hier raus, denkt Geist. Das Museum für moderne Kunst bietet ihm eine willkommene Gelegenheit, die Fahrt vorzeitig zu beenden. Was soll ich um 12.30 Uhr zu Hause, denkt er sich. Dann lieber etwas Kultur. Die ist in den letzten Jahren sowieso viel zu kurz gekommen. Und bis 19 Uhr ist es ja noch lange hin. Glücklich mit seiner Eingebung gibt er dem Fahrer einen Zehner, der trotz des Taxameterstandes von 6,50 Euro äußerst unzufrieden mit dem Trinkgeld ist. Davon kann ich ja noch nicht mal meinen Hund ernähren, flucht er und fährt mit quietschenden Reifen davon. Die wunderbaren Bilder erinnern Geist daran, dass er früher mit Begeisterung gemalt hat. Bis zur 8. Klasse hatte er in Kunst immer eine 1. Wenn sein Vater, Maurergeselle, seine Schulzeugnisse unterschrieb, lobte er ihn zwar immer für die gute Note, ließ aber dennoch keinen Zweifel daran, was er von dem Unterrichtsfach Kunst hielt. Eine vernünftige Ausbildung, Anstand, Fleiß und ein guter Charakter sind die Grundlagen dafür, wenn du es im Leben zu etwas bringen willst, mein Junge. Sieh mich an, Handwerk hat goldenen Boden. Dass sich sein Vater etwas vormachte, wurde klar, als er durch die anstrengende Arbeit Rückenprobleme bekam und nicht mehr schwer tragen konnte. Da zählten lange Betriebszugehörigkeit und Loyalität gegenüber seinem Chef nichts mehr. Sein Vater wurde mit 49 Jahren auf die Straße gesetzt.
fand natürlich keinen Job mehr und zerbrach schließlich daran. Daraus zog Geist seine Lehren. Es ist 15.30 Uhr, als Geist das Museum verlässt. Dass ein Tag so verdammt lang sein kann, denkt er sich. Er kauft sich die Wirtschaftswache am Kiosk, läuft runter zum Mainuferpark, findet eine freie Bank und genießt die Sonne für ein paar Minuten. Dann widmet er sich der Lektüre seiner Lieblingszeitung. Geist liest wirklich alles. Von der Titelzeile über die Gegendarstellung bis zum Impressum. Mit dem Ergebnis, gerade mal eine Stunde überbrückt zu haben. Scheiße, denkt Geist und stopft die Zeitung in den überfüllten Papierkorb. Der knallharte, schnelle Deal ist sein Lebenselixier. Leerlauf ist dagegen eine neue, ekelhafte Erfahrung. Geist läuft zur alten Oper und schnappt sich ein Taxi. Am Steuer sitzt eine Frau mit roten Haaren. Sie ist trotz einschlägiger Paragraphen in der Frankfurter Taxenordnung nicht bereit, ihre CD mit irgendeinem Alternative-Geschrammel leiser zu drehen. Geist ist kurz davor, wieder auszusteigen. Taxen gibt es schließlich genug. Doch die junge Dame hält ihn zurück. Verdammt, wo soll ich denn sonst unsere Musik an den Mann bringen, wenn nicht hier im Auto? Wir suchen seit 3 Jahren nach einem Label und einem Vertrieb, aber die Ärsche wissen ja nicht, was Kunst ist. Hören Sie, sagt Geist. Wenn ich Ihnen 15 Euro für Ihre CD gebe, sind Sie dann bereit, für die Dauer dieser Fahrt sämtliche Tonquellen auszustellen? Das ist jetzt nicht gegen Sie und Ihre Musik gerichtet. Ich brauche einfach nur meine Ruhe. Die junge Frau ist nicht restlos überzeugt. Kommen Sie, insistiert Geist. Mehr bekommen Sie bei Amazon auch nicht dafür. Okay, sagt sie und lächelt. Sie holt die CD aus dem Player. Ich kann sie Ihnen auch signieren. Wollen Sie? Geist schüttelt den Kopf. Geld und CD wechseln den Besitzer. Am Ende der Fahrt bezahlt Geist mit großzügigem Trinkgeld und will aussteigen. Aber die Fahrerin hat noch ein weiteres Anliegen. Sie schüttelt eine Spendendose, in der ein einzelnes Geldstück großen Krach verursacht. Ich sammle für eine Initiative, die sich um Straßenhunde in Rumänien kümmert. Normalerweise werden die einfach abgeknallt, wenn da keiner etwas unternimmt. Wollen Sie das nicht unterstützen? Geist steigt aus, ohne zu antworten. Die gerade gekaufte CD wirft er in den nächsten Mülleimer. Um 16.30 Uhr erreicht Geist seine Wohnung. Er holt das Handy aus der Tasche. Sie haben 4 neue Nachrichten. Wütend schmeißt er das Telefon in die Ecke. Gut, dass die Dinger einiges vertragen können. Geist öffnet einen edlen Chardonnay. Normalerweise trinkt er um diese Uhrzeit noch keinen Alkohol. Aber er muss sich locker machen für dieses mysteriöse Treffen, von dem er noch nicht einmal sicher ist, ob es überhaupt stattfindet. Ihn aber dennoch so fertig macht, wie er es sich nicht für möglich gehalten hätte. Will sich da jemand rächen, sagt er zu sich selbst, weil er seine mickrigen Spargroschen in einer Kapitalanlage versenkt hat, die überhaupt nicht für ihn geeignet war? Soll ich für den Bockmist gerade stehen, den die Kollegen der Privatkundenabteilung verursacht haben? Oder geht es gar nicht um eine einzelne Transaktion? Seit dem Herrhausen-Attentat sind die Banker verschont geblieben. Die Vorstände konnten in den Tag hineinleben, ohne sich die geringsten Sorgen machen zu müssen. Haben gelebt wie die Maden im Speck. Wollen die revolutionären Zellen mal wieder ein Zeichen setzen und suchen sich einen unbedeutenden Börsenmakler wie ihn aus, weil sie an die großen Tiere nicht rankommen? Er wundert sich sowieso schon seit langem, dass seine Bank trotz allem immer noch so einen guten Ruf hat. Wo doch arrogante Peanuts-Vergleiche und Victory-Zeichen in Gangster-Boss-Manier genügend Anlass geben, mal genauer hinzusehen. Wenn die großen Schweinereien erst ans Licht kommen, brennt hier aber die Hecke. Geist muss grinsen und schenkt sich noch Chardonnay nach. Ach, ich bin so froh, denkt er, dass ich diesen Privatkundendreck nicht mehr an der Backe habe. Diese dummen kleinen Leute glauben doch tatsächlich, dass mit minimalem Risiko ein maximaler Gewinn zu erzielen ist. Du musst sie nur bei ihrer Gier packen und schon kaufen sie dir alles ab. Gut, man muss natürlich einräumen, dass die Beratung bei solchen Finanzgeschäften niemals objektiv ist, gar nicht sein kann. Da steht immer die eigene Provision im Vordergrund. Auch wenn alles schriftlich festgehalten wird, etwas tricksen kann man immer. Der Berater wäre ja auch schön blöd, wenn er das Wohl des Kunden über das Wohl der Bank stellen würde. Denn schließlich muss auch er am Ende des Monats den Kühlschrank füllen, die Miete zahlen und mit seinem neuen Elfer zur Tankstelle. Geist sieht auf seine Uhr. 17 Uhr. Er trinkt den letzten Rest Chardonnay aus der Flasche. Hier oben hält er es nicht mehr aus.
Zur Kneipe bei Willi sind es zu Fuß ca. 45 Minuten. Er beschließt, einen Spaziergang zu machen. Dann ist er zeitig vor Ort und kann noch das Gelände sondieren. Man kann ja nie wissen, wozu das noch einmal gut sein kann. Die Kneipe ist bereits geöffnet, als er sie um 20 vor 6 erreicht. Er wirft einen flüchtigen Blick hinein. Es sind überwiegend Stammgäste, die wahrscheinlich schon seit Stunden hier sitzen und einen Pilz nach dem anderen herunterspülen. Eine Musikbox dudelt moralinhaltige Songs von Freddy Quinn. 100 Mann und ein Befehl. Ein paar von den Gestalten kennt er. Er grüßt kurz, lässt sich aber nicht auf ein Gespräch ein, sondern macht auf dem Absatz kehrt. Mit diesen Typen rumzusabbeln, mal die Meinung des einfachen Arbeiters zu hören, kann mitunter ganz lustig sein. Aber heute ist er definitiv nicht in der Stimmung dazu. Außerdem ist die Luft vom Zigarettenqualm dermaßen schlecht, dass es ihm fast umhaut. Sein Armani-Anzug müsste danach in die Reinigung. Andererseits denkt er sich, ist es ganz gut, dass diese Jungs, von denen er weiß, dass sie sich anständig prügeln können, hier an der Theke sitzen. Weil er ihnen schon mehrfach ein Bier ausgegeben hatte, würden sie ihm sicherlich helfen, falls seine Verabredung irgendwas versuchen wollte, was nicht mit den Regeln der Höflichkeit vereinbar wäre. Geist geht in die kleine Grünanlage, die direkt neben der Kneipe liegt, findet eine Parkbank, von der er alles beobachten kann. In der nächsten halben Stunde betreten nur ein paar neue Leute das Lokal. Alle sehen normal aus. Geist schüttelt den Kopf. Als ob man vom Äußeren auf das Innere schließen könnte, denkt er. Einem Fritz Honker hätte man allenfalls ansehen können, dass er nicht alle Latten am Zaun hat, aber nicht, dass er ein Mörder und Totschläger ist. Geist sieht auf seine Uhr und beschließt, weil noch reichlich Zeit ist, in ein nahegelegenes Einkaufszentrum zu gehen. Dort gibt es kostenloses WLAN. Er holt den Laptop aus der Tasche und lässt den Tag an der Börse Revue passieren. Er muss auf dem Laufenden bleiben. Noch einen Tag ohne Umsatz kann er sich nicht leisten. Die Glocke eines Kirchturms ist zu hören. Es ist 19 Uhr. Geist schaltet den Laptop aus und nähert sich vorsichtig der Kneipe. Sein Herz schlägt bis zum Hals. Nach wie vor ist drinnen laute Musik zu hören. Doch als Geist die Gaststätte betritt, traut er seinen Augen nicht. Der Laden ist komplett leer. Nicht einmal hinter der Theke steht jemand und zapft Bier. Das kann doch nicht wahr sein, denkt er. Haben die alle gleichzeitig festgestellt, dass sie keinen Durst mehr haben? Und was ist mit dem Wirt? Warum schließt er sein Lokal nicht ab, wenn er geht? Wie um sicher zu gehen, dass er nicht träumt, geht er hinter die Theke. Es stehen dort mehrere Gläser mit Bier, die noch nicht zu Ende gezapft sind. Einfach unglaublich, denkt er. Nicht mal seine Einnahmen hat er mitgenommen. Das sind doch bestimmt mehrere hundert Euro. Geist widersteht dem Drang, sofort abzuhauen, geht stattdessen in den hinteren Raum, wo sich Spielautomaten und ein Billardtisch befinden. Er fühlt sich ein bisschen an den Film mit Michael Douglas erinnert, wo der von seinem Bruder zum Geburtstag die Teilnahme an einem mysteriösen Abenteuerspiel geschenkt bekommt. Ein Spiel, das bestenfalls wenig amüsant ist und ihn fast unter die Erde bringt. Zum Ende sind dann aber alle wieder glücklich vereint und Michael Douglas hat auch nicht sein komplettes Vermögen verloren. Wenn die gleich irgendwo rauskommen und so einen Scheiß wie Überraschung rufen, denkt Geist, dann werde ich sämtliche Manieren, die ich jemals hatte, über Bord werfen und hier ein Massaker veranstalten. Doch es kommt niemand irgendwo raus. Auch das Hinterzimmer ist leer. Das wird mir hier zu heavy, denkt Geist und will sich vom Acker machen. Doch eine flüsternde Stimme fordert ihn zum Bleiben auf. Setz dich doch! Wie schön, dass du es einrichten konntest. Bist ja ein sehr beschäftigter Mann. Geist ist fassungslos, als er sich umdreht. An einem Tisch, der eben noch leer war, sitzen auf einmal drei Männer. Sie müssen hereingeschwebt sein, denn sonst hätte er sie mit Sicherheit gehört. Doch das ist noch nicht einmal das eigentlich Erschreckende. Dreimal sein Gesicht, allerdings in unterschiedlichem Alter. Der Jüngste von ihnen guckt ein wenig abwesend aus der Wäsche und wirkt, als wäre er mit den Gedanken ganz woanders. Seine Kleidung ist chaotisch bunt zusammengestellt, mit der Prämisse Farbe vor Stil. Der Mittlere hat eine fahle Gesichtsfarbe und ist offenbar gesundheitlich angeschlagen. Deswegen trägt er wohl einen weißen Arztkittel und ein Stethoskop um den Hals. Der Dritte schließlich ist am ältesten, hat bereits weiße Haare, ist aber unverkennbar ein Abbild von ihm im Alter von ca. 80 Jahren.
Er trägt einen schwarzen Anzug, ein weißes Hemd und dazu eine schwarze Krawatte. Er wirkt wie ein Bestattungsunternehmer, bloß ohne diese klebrige Betroffenheitsmine, die in Wirklichkeit nur verbergen soll, dass bei ihm im Kopf die Rechenmaschine rattert. Geist gerät in Panik und will nur noch raus aus dieser Geisterbahn. Aber seine Beine sind wie gelähmt. Er kommt keinen Schritt voran. »Du sollst dich setzen«, sagt der Alte in verschärftem Ton. Geist sackt zusammen. Auf allen Vieren erreicht er den freien Stuhl, zieht sich mühsam hoch. Als er sitzt, hat der Schock ein wenig nachgelassen. Dennoch kann er nicht glauben, was er da sieht. Der Jüngste ergreift das Wort. »Ich stelle deine Seele dar und mein Nebenmann steht für deinen Körper.« »Und ich«, sagte der Alte, »bin dein Tod.« Geist findet seine Sprache wieder, schüttelt den Kopf und muss wie verrückt lachen. »Na klar, na klar. Und ich bin der Dalai Lama. Wahrscheinlich kommt gleich der Moderator von Verstehen Sie Spaß um die Ecke.« Geist hustet, schnappt nach Luft. »Aber eins muss man euch lassen. Der Maskenbilder ist allererste Sahne.« Die drei blicken sich an. »Ich habe es euch doch gleich gesagt«, zischt der Tod. »Wir vertun hier nur unsere Zeit. Eine nette kleine Herzattacke bei der Arbeit und alles wäre geregelt gewesen.« Die Seele ignoriert seine Äußerung. »Ich finde es so schade, dass aus dir so ein verkommener Strolch geworden ist. All diese miesen Geschäfte, die Vielzahl der Leute, die dir vertraut haben und die du über den Tisch gezogen hast. Ekelhaft. Wie konnte das nur passieren? Deine Eltern waren so liebevolle Menschen.« »Moment, Moment«, empört sich Geist. »Wenn du hier den Moralapostel spielen willst, musst du aber ganz woanders anfangen. Wenn du mich, kleines Licht, schon so schlimm findest, was ist dann mit den Herren aus der Chefetage?« »Wir sind aber nur für dich zuständig«, mischt sich der Körper ein. »Es ist ja nicht so, dass du nur anderen Leuten schadest. Mit mir, deinem Körper, dem einzigen, den du je haben wirst, gehst du genauso übel um. Viel zu viel Arbeit, wenig Schlaf und immer dieses Fastfood. Haben dich deine ständigen Magenprobleme denn völlig unbeeindruckt gelassen?« »Mir geht's ausgezeichnet«, erwidert Geist. »Ja, mein Freund, solange du dich nicht vor Schmerzen krümmst, glaubst du, alles wäre in Ordnung. Dem ist aber nicht so, das kann ich dir versichern.« »Ich bin nicht dein Freund.« Zorn steigt in ihm auf. »Im Übrigen hast du gefälligst das zu tun, was ich dir sage.« Der Tod, der währenddessen gelangweilt aus dem Fenster sieht, springt plötzlich auf und packt ihn am Kragen. Und das mit einer Kraft, die Geist einem so alten Mann nie zugetraut hätte. »Du solltest auf deinen Tonfall achten«, brüllt er. »Du scheinst den Ernst der Lage nicht begreifen zu wollen. Im Grunde genommen sind wir uns einig, dich noch heute abtreten zu lassen. Nur die zwei da wollen dir unbedingt noch die Gelegenheit zur Stellungnahme geben.« Das Smartphone von Geist klingelt. Reflexartig greift er in seine Tasche, um gleich darauf laut aufzuschreien. In seiner Hand klebt ein glühender Klumpen Metall. »Treib es nicht auf die Spitze. Das war noch eine von meinen leichteren Übungen«, sagt der Tod mit drohender Stimme. Die Seele schüttelt den Kopf. Bei ihr ist es mehr Traurigkeit als Wut. Geist sieht ein, dass er besser genau das macht, was die Gespenster verlangen. »Also, wir hören«, sagt die Seele. »Ich will nicht sterben«, jammert Geist. Der Tod äfft ihn nach, um dann: »Wozu willst du leben, du dreckiger Abzocker?« hinzuzufügen. »Es tut mir alles so unendlich leid«, sagt Geist und fängt an, laut zu schluchzen. Er verbirgt das Gesicht mit seinen Händen, hofft, dass es noch nicht alles, aus ist. Die Seele ist tatsächlich irritiert. »Immerhin ein Gefühl«, sagt sie. »Vielleicht besteht ja doch noch Hoffnung.« »Wir sollten ihm noch eine«, sagt der Körper. »Nein«, zischt der Tod und fixiert ihn mit seinen kalten Augen. Der Körper, offenbar ein simpel gestreckter Geselle, verstummt sofort, blickt hilfesuchend zur Seite und starrt anschließend auf die Tischplatte. »Weichlinge«, flüstert der Tod. »Kann ich nicht einmal mit Profis zusammenarbeiten?« Die Situation ist verfahren. Der Tod will gerade etwas sagen, doch Geist ist schneller. Er weiß, wo er ansetzen muss. »Körper, wir müssen uns unbedingt besser kennenlernen. Habe ich dir schon gesagt, dass ich mit deinen Leistungen sehr zufrieden bin?« Der Körper fühlt sich geschmeichelt, lächelt sogar ein bisschen. »Stopp«, schreit der Tod. »Das läuft hier in die komplett falsche Richtung. Wir müssen jetzt zum Ende kommen. Umso schneller kann Körper nach seinem Ableben wiedergeboren werden.« »Moment«, empört sich der Körper. »Ich dachte, du killst das Gehirn und für uns bleibt alles beim Alten.« »Dummerchen«, sagte der Tod fast mitleidig.
Wenn das Gehirn weg ist, kannst du auch nicht weiterleben. Um wiedergeboren zu werden, muss man nun mal vorher sterben. Ich verspreche dir, die Reinkarnation ist eine super Sache. Du bist anschließend viel reiner und schöner. Glaub ihm kein Wort, sagt Geist, das ist doch alles Buddhistenkäse. Selbst wenn du tatsächlich wiedergeboren wirst, kann man nie vorhersagen, in welchem Körper das geschehen wird. Die Bandbreite ist riesig, vom Fadenwurm über eine Zimmerpalme bis zum Warzenschwein ist alles möglich. Das habe ich auch schon gehört, meldet sich die Seele nach langer Pause mal wieder zu Wort. Seele, ruft der Tod aufgebracht, ich verstehe nicht, warum du mir jetzt in den Rücken fällst. Wir waren uns doch einig. Muss ich dir wirklich sagen, dass du unsterblich bist? Bei dir heißt es nur Fenster auf und ab zu neuen Ufern. Warum jetzt also das Getue? Weil Körper mein Kumpel ist. Außerdem kann ich mit Zimmerpalmen nichts anfangen. Der Körper legt freudestrahlend seinen Arm um die Schulter der Seele. Dann sind ja keine Fragen mehr offen. Er wendet sich Geist zu. Du kannst gehen. Der Tod hebt die Hand, ist ganz und gar nicht einverstanden. Ich habe es lange im Guten mit euch versucht. Aber so wie sich die Sache hier darstellt, weise ich euch darauf hin, dass ich über doppeltes Stimmrecht verfüge. Seit wann das denn, will die Seele wissen? Seit ich unseren Kooperationsvertrag um einige Zusatzartikel ergänzt habe, antwortet der Tod mit großer Zufriedenheit. Ihr hättet ihn nur lesen müssen. Das lassen wir mal besser die Juristen klären, erwidert der Körper unter eifriger Zustimmung der Seele. Gerne, gerne, sagt der Tod, mein Vertrag ist wasserdicht. Geist, dem das Ganze hier zu bunt wird, packt seinen Laptop und erhebt sich. So Leute, ich muss dann mal. Wenn ihr euch einig seid, schickt mir einfach eine neue SMS. Die drei Kontrahenten nehmen keine Notiz von ihm. Draußen läuft Geist mit schnellen Schritten davon. Nach 50 Metern dreht er sich noch einmal um. Niemand folgt ihm. Die Kneipe ist dunkel. Die Rollläden sind heruntergezogen. Geist greift in seine Tasche und zieht das Smartphone heraus. Es ist unversehrt. Dieser sentimentale Spinner und sein Kumpel, der Fleischkloß, denkt er, an Dummheit nicht zu überbieten. Ohne mich sind die doch aufgeschmissen. Er schaut auf das Display seines Telefons. Punkt 19 Uhr. Geist fühlt sich blendend und platzt vor Energie. Er beschließt, Paula anzurufen. Er öffnet das Adressbuch und tippt auf ihre Nummer. Das Date ist schnell vereinbart. Geist stellt sich an die Hauptstraße und hält nach einem Taxi Ausschau. Aus beiden Richtungen nähern sich zwei Fahrzeuge mit beleuchteten Dachschildern. Geist liegt mit seinem rechten Arm. Beide Fahrer geben Gas, um den Auftrag zu ergattern. Plötzlich läuft ein Hund über die Straße. Der eine Fahrer reißt sein Lenkrad herum und verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das rast gegen einen hohen Kannstein, kippt zur Seite und schlittert über den Bürgersteig. Geist versucht noch wegzuspringen, wird aber dennoch von dem Fahrzeug erwischt. Geist schlägt hart mit dem Kopf auf und bleibt bewusstlos liegen. Stille. Der Hund, der den Unfall verursacht hat, läuft zu Geist und leckt ihm das Gesicht ab. Ja, das war Klaus von Hollen. Wir machen jetzt eine kleine Pause, ein kleines Viertelstündchen, eigentlich 10 Minuten, aber es wird ja immer ein bisschen länger, ne? Und nehmen Sie sich gern oben Getränke und ja, schauen Sie mal auf den Büchertisch, plaudern Sie ein bisschen. Ich würde einfach mal sagen, von den Plätzen fertig und bis gleich. Ja, dann machen wir mal weiter. Wir sind ja doch alles in allem noch in gleicher Anzahl vorhanden. Also ich kann nur sagen, gute Entscheidung. Jetzt tritt nämlich unser nicht gern sogenannter Verlagsboss von AWS Literatur, Wilfried Abels, ins Rampenlicht. Darf gern schon mal Platz nehmen. Die Verbindung zwischen Technik und Literatur ist Wilfried Abels so wichtig, dass er 2014 den Online-Autorenstammtisch gegründet hat, der längst zu einer Gruppe schreibbegeisterter Menschen im deutschsprachigen Teil Europas geworden ist. Bislang in Erscheinung getreten ist er mit Kurzgeschichten.
Wie wenn der Mond im Blut erwacht, aus der Anthologie Schattenfeuer. Oder einem Siegertitel Zwischenstopp bei einem Schreibwettbewerb der Deutschen Bahn. Oder Fehler mit Folgen beim Schreibwettbewerb des Buchjournals 2014. Und nun hat er sich endlich an einen Roman gewagt. Ja, vorausschauend, wie man mit einer Verlagsgründung sein muss, wundert es nicht, dass er uns als Ingenieur an der Technischen Universität Auszüge aus einem Science-Fiction-Roman präsentiert. An der Universität mit dem Schiffbau beschäftigt, macht er sich in der Sternendrache im Netz der Algorithmen natürlich eher um Raumschiffe Gedanken. Also ich sag mal, wir befinden uns so in naher Zukunft, also 2721, wo große Roboter-Raumschiffe ein Netz von Sterntoren weben, die Menschheit sich von der in Megacities erstickenden Erde unaufhaltsam in der Galaxis ausbreitet. Und wir treffen auf den jungen Duncan McLean, der als frisch gebackener Pilot bei den Raumstreitkräften eigentlich einen Routineflug macht, aber der entwickelt sich anders als erwartet. Meine Damen und Herren, Wilfried Abels. Dritter März 2721. 400 Kilometer unter ihm wanderte am Horizont die Küste Afrikas auf Duncan McLean zu. Seine schweißnassen Hände verkrampften zu Fäusten. Mühsam unterdrückte er das Zittern. Er schaute durch das Sichtfenster des mit Soldaten vollgestopften Orbitalshuttles. Vereinzelte Wolkenfetzen zogen wie Spinnenweben dahin. Der Ozean schimmerte im tiefen Blau und bildete einen intensiven Kontrast zu dem alles umgebenden Schwarz des Weltraums. Da waren sie wieder, die Geister der Vergangenheit. Beißender Rauch brannte ihm in den Augen. Menschenmassen trampelten herum. Nirgendwo sah er seine Eltern. Er schrie, niemand reagierte. Körper schubsten ihn. Ohrenbetäubender Lärm riesiger Entrauchungsanlagen wummerte durch die kilometerlange unterirdische Einkaufspassage. Unüberschaubare Menschenmengen bildeten eine amorphe, von Panik getriebene Masse, die ihn wie ein Blatt im Orkan herumwirbelte. Er fiel. Füße traten ihm. Endlich umhüllte ihn schwarze Bewusstlosigkeit. Duncan schreckte auf. Konzentration. Langsam ließ er die Luft in seine Lunge ein- und ausströmen. In einem Krankenhaus war er damals aufgewacht. Er hatte nicht mehr als ein paar Prellungen davongetragen. Doch seitdem hasste er die Bühnenstöcke irdischer Megacities, in denen die knapp 80 Milliarden Menschen umfassende Bevölkerung der Erde eingepfercht war. Zwar wuchs er in einer der kleineren Städte mit nur 20 Millionen Einwohnern auf, doch dem permanenten Gefühl, ersticken zu müssen, entkam er nie mehr. Duncan schaute auf den still dahintreibenden Planeten. So nah und doch so fern. Wann würde er diesen das nächste Mal betreten? Er wusste es nicht. Es war ihm auch egal. Dann begann der Anflug zur Raumstation Armstrong 3. Meine Damen und Herren, hier sehen Sie den Generalplan des TR-27. Die Stimme des Kommodore dröhnte durch einen der Sitzungsräume im militärischen Bereich der Raumstation. Duncan kritzelte ein paar Notizen, schwebte aber in Gedanken draußen in der Unendlichkeit des Weltraums. Weiter plätscherte die Information über das zukünftige Arbeitspferd der Gruppe von Pilotenanwärtern dahin. Auch wenn der 50 Meter lange Jäger von außen unspektakulär wie ein plattgedrücktes Ei aussieht, so steckt in ihm die modernste Technik. Duncan kannte all die Daten auswendig. Er hatte sich seit Jahren hierauf vorbereitet. Endlich konnte er der irdischen Enge entfliehen. Weitere Details folgten. Reichweite des Jägers, Bewaffnung mit kinetischen Projektilen und Energiewaffen. Dann erklärte der Kommodore das Lebenserhaltungssystem des Piloten. Duncan horchte auf. Euer Körper wird in einem mit künstlichen Designerbakterien angereichertem Gel schweben. Dieses wird euch optimal mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgen. Mit dem Neurointerface kommuniziert ihr mit der KI des Jägers. Ihr werdet in eine eigens für euch geschaffene virtuelle Realität eingebunden sein. Es wird nicht wahrnehmbar sein, dass euer Körper eine reine computererzeugte Simulation sein wird.
Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie sich morgen in der medizinischen Abteilung melden. Ihre Integration in das Lebenserhaltungssystem des Jägers ist absolute Routine. Später am Abend saß er an der Theke in einer der Bars der Station. Vor ihm stand ein halbgeleertes Glas alkoholfreies Bier. Etliche seiner Kameraden hingen besoffen in der Ecke. Er hatte darauf geachtet, halbwegs nüchtern zu bleiben. Die Ärzte hatten eindringlich gewarnt, dass die Prozedur am nächsten Tag sonst kein Spaß werden würde. »Hi, Duncan, gibst du mir noch einen Drink aus?« erklang die Stimme von Sheila, die wie er die Ausbildung zur Kampfpilotin antrat. Sie schwang sich auf den Barhocker neben ihn. Er warf einen Blick auf ihr hauchenges Top. Sie schien es bemerkt zu haben und zwinkerte ihm zu. Sie strich sich eine schwarze Haarsträhne hinters Ohr. Er lächelte. »Klar doch, einen können wir uns bestimmt noch gönnen.« Er winkte dem glatzköpfigen Wirt mit der speckigen Schürze zu. Nach kurzer Diskussion kramte der Wirt aus der Ecke eine Flasche seines besten Whiskys hervor und schenkte zwei Gläser ein. Duncan griff nach einem und schloss die Augen. Er roch den rauchigen, leicht moorigen Geruch der braunen Flüssigkeit. Dann schaute er zu Sheila und meinte wehmütig: »Weißt du, mein Großvater besaß eine altmodische Brennerei in den schottischen Highlands. Schon als Kind habe ich in den Ferien diesen Geruch geliebt und später den Geschmack auf der Zunge. Wer weiß, wann ich wieder die Möglichkeit habe, einen solchen Tropfen zu riechen und zu schmecken.« Er stieß an und kostete schweigend einen Schluck. Sheila erwiderte: »Ja, ich glaube auch nicht, dass ein künstlicher Körper in einer virtuellen Realität dasselbe fühlen und empfinden kann wie ein echter aus Fleisch und Blut.« Duncan nickte. »Eben, ich mag den Versprechungen nicht recht glauben. Es ist irgendwie unheimlich, darüber nachzudenken, dass unsere Körper ab morgen für lange Zeit in einer versiegelten Titanröhre schwimmen werden. Da fühlt man sich wie ein Vampir in seinem Sarg.« Sheila wiegte den Kopf hin und her. »Das stimmt. Andererseits gibt es kaum einen sichereren Ort. Ich habe gehört, dass jemand in so einer Röhre den Absturz aus einem planetaren Orbit überlebt haben soll.« »Natürlich, es ist die effizienteste Art, einen Piloten zu schützen. Trotzdem bekomme ich das Bild eines Untoten nicht aus meinem Kopf.« Erneut nippte er an dem Glas vor ihm. Der Whisky auf seiner Zunge löste eine Explosion an Erinnerungen aus. Er spürte die rauen Winde in den steinigen Highlands. Wie es sich wohl anfühlen wird, den eigenen Körper nicht mehr fühlen zu können, nur noch zu sehen, zu hören und zu empfinden, was einem ein Computer vorgaukelt. Sheila zuckte mit den Schultern. »Morgen erfahren wir es. Das ist der Preis, den wir zahlen müssen.« »Natürlich, wir alle wissen, worauf wir uns einlassen. Trotzdem werde ich so einiges vermissen.« »Da hast du recht.« Sie stellte ihr Glas ab und beugte sich zu ihm hin. »Umso mehr sollten wir die Zeit nutzen, die wir noch haben.« Duncan spürte, wie sie ihn zart am Oberschenkel streichelte. Er zog eine Augenbraue hoch. »Meinst du, was ich denke?« Sie nickte und mit sinnlich glänzenden Augen wanderte mit ihren Fingern an seinem Schenkel auf und ab. »Genau das meine ich. Heute ist für uns beide für lange Zeit die letzte Gelegenheit.« Dann tranken sie zügig ihre Gläser aus und verschwanden fluchtartig aus der Bar. Duncan dämmerte vor sich hin. Bleierne Müdigkeit hielt ihn gefangen. Wo war er? Wer war er? Tröpfchenweise schälten sich Gedanken aus der Trägheit seines mit Watte gefüllten Gehirns. Bilder der letzten Nacht flackerten in ihm auf. Er sah sich mit Sheila in den Laken wälzen. Verschwitzte Körper stöhnten eng umschlungen. Die Erinnerung an den Geschmack von Sheilas salziger Haut erfüllte sein erwachendes Bewusstsein. Er versuchte, die Augen zu öffnen. Farben strömten auf ihn ein. Formen entstanden und vergingen. Alles drehte sich. Konturen verschwammen. Eine Fläche entstand aus dem Chaos. Sie flimmerte. Wellen waberten auf und ab. Er betrachtete diese genauer. Eine Wand bildete sich, weitere entstanden. Boden und Decke folgten. Ein Raum, weiße Kacheln. Sein Kopf wurde klarer. Er schwebte körperlos und schaute umher. Einen Moment später sprach eine Stimme aus dem Nichts. »Leutnant McLean, entspannen Sie sich. Der Prozess ist fast abgeschlossen.« Duncan stutzte. Ein Anflug von Panik. Erinnerungen kehrten zurück.
Sein Körper baute gerade jetzt eine symbiotische Einheit mit der zylindrischen Lebenserhaltungseinheit des TR-27 auf. Nanodrähte verschmolzen mit den Gehirnzellen seines Cortex, um Kontrolle über all seine Sinneswahrnehmungen zu erlangen. Der Raum um ihn herum nahm Gestalt an und sein Kopf wurde klarer. Er wartete. Dann, wie aus dem Nichts, steckte er in einem Körper. Arme, Beine, Hände. Er stand auf dem Boden, ging in die Knie und drehte sich einmal im Kreis. Er war nun vollständig mit der virtuellen Realität des Lebenserhaltungssystems des Raumschiffs verbunden. So, und an der Stelle geht jetzt eine Ausbildung los. Die Ausbildung verläuft allerdings nicht ganz so reibungslos, wie er sich das so gedacht hat. Deswegen ist auch anschließend, wenn er seinen ersten Dienst antritt, ist nicht ganz so abenteuermäßig, wie er sich das vorgedacht hat. Also von großen Abenteuern und in den Weiten des Weltraums ist es erstmal nicht so viel. Das ist irgendwie, abgestellt dazu, relativ langweilige Patrouillen und Begleitflüge zu machen. Und genau bei so einem setzen wir jetzt hier mit dem nochmal wieder neu ein. Denn der entwickelt sich nicht ganz so langweilig wie die anderen bisher. Erneut sollte er Begleitschutz stellen. Eine religiöse Gruppe hatte erfolgreich den Zuschlag zu einem der vielen unbesiedelten Sternensysteme bekommen. Dort wollten sie in Abgeschiedenheit ihre Gemeinschaft aufbauen. Duncan rollte mit den Augen. Es gab schlimmere Auswanderer. Es war politischer Wille der Erdföderation, die Menschheit über die Sterne zu verbreiten, und militärischer Begleitschutz gehörte dazu. Mit stoischer Gelassenheit plante er die Flugroute, sodass sie zügig starten konnten. Auch diese Reise näherte sich irgendwann dem Ende. Noch zwei Sprünge bis zum Zielsystem. Die bekannte Zivilisation lag weit hinter ihnen. Hier draußen traf man nur noch vereinzelte Roboterschiffe. Einer jahrhundertealten Programmierung folgend, krochen sie langsam unterhalb der Lichtgeschwindigkeit von Stern zu Stern. In unermüdlichem Eifer knüpften sie das Netz der Sprungtore. Tiefer und immer tiefer bauten sie das Tunnelnetzwerk der Menschheit in die Unendlichkeit des Sternenmeeres. Nach ihrem vorletzten Sprung erreichten sie das System einer ausgebrannten Sonne, die von ein paar verkohlten Planeten umkreist wurde. Unglücklicherweise stellte sich heraus, dass ihr nächstes Sprungtor auf der gegenüberliegenden Seite des Systems lag. Dieses bedeutete einen Flug von mehreren Wochen. Duncan vertrieb sich die Zeit mit astronomischen Beobachtungen. Er träumte vor sich hin und schwebte körperlos in der Schwärze des Weltraums. Ein Reigen stellarer Sensordaten strömte ungefiltert durch seine Wahrnehmung. Doch plötzlich fühlte er eine Disharmonie in dem Konzert der Sterne. Ein Missklang, kaum wahrzunehmen. Es dauerte ein paar Minuten, bis er es bestimmen konnte. Da war etwas in der Nähe des zweiten Planeten. Etwas, das keinen natürlichen Ursprung hatte. Er richtete seine Sensoren aus. Der Sternengesang trat in den Hintergrund. Eine Flut von Spektralanalysen flammte auf. Fusionstriebwerke, schoss es ihm durch den Kopf. Mit einem Augenzwinkern aktivierte er die Brücke und trug seinen Standard-VR-Körper. Er stand auf einer runden, halbtransparenten Scheibe, die im Weltraum schwebte. Verschiedene Anzeigetafeln leuchteten um ihn herum und zeigten das aktuelle Lagebild. Genie, was kannst du aus diesen Signalen herausholen? Seine KI erschien neben ihm. Sie trug die dunkelblaue Uniform der Erdföderation. Ihre Haare lagen zu einem Zopf geflochten nach hinten. Exakte Analysen sind momentan nicht möglich. Doch alles deutet auf mindestens ein Dutzend Raumschiffe hin. Identifikationssignale sind nicht vorhanden, sodass wir von feindlich gesinnten Schiffen ausgehen müssen. Außerdem legt eine erste Analyse der Bewegungsdaten nahe, dass sie versuchen, uns vor dem Sprungtor abzufangen. Duncan dachte einen Moment nach. Dann befahl er: Sende eine Aufforderung zur Identifikation und schalt eine Verbindung zu den Siedlern. Sofort erschien eine rechteckige Fläche vor ihm und zeigte das Bild des Kommandanten des Kolonistenschiffes. Ohne Einleitung begann er: Ich glaube, wir bekommen Ärger. Im inneren System fliegen Schiffe herum. Wir müssen davon ausgehen, dass es sich um Piraten handelt. Falten bildeten sich auf der Stirn des Kommandanten, doch er behielt die Fassung. Können diese uns gefährlich werden? Noch weiß ich zu wenig.
Eine Antwort auf meine Identifikationsaufforderung kann uns frühestens in 4 Stunden erreichen. Doch ich schlage vor, dass ich vorausfliege, um den Erstkontakt alleine herzustellen. Dem Vorschlag stimmte der Kommandant erleichtert zu. Nach Beendigung der Besprechung beschleunigte Duncan. Er passte seine Flugbahn so an, dass er die Fremden ungefähr 2 Tage vor den Kolonisten treffen würde. Die nächsten 2 Tage passierte nicht viel. Es kamen keine Nachrichten. Stattdessen registrierte Genie neue Signaturen von Fusionstriebwerken. Das ganze System schien verseucht zu sein. Duncan beobachtete, wie einige dieser Objekte ihr Ursprungstor ansteuerten. Verdammt, der Rückweg war verbaut. Die Gruppe der Schiffe, denen er entgegenflog, beschleunigte. Er reagierte mit eigenen Beschleunigungsphasen. Immer wieder versuchten beide Schiffe durch kleine Korrekturen ihrer Bahnvektoren Vorteile zu erlangen. Doch sie waren erbarmungslos der Planetenmechanik von Sir Isaac Newton unterworfen, sodass sich nichts Grundlegendes an der bevorstehenden Begegnung änderte. Dann war es soweit. Duncan näherte sich bis auf 10.000 Kilometer den Fremden. Inzwischen sah er sie optisch klar, eine Ansammlung von überholungsbedürftigen Schiffen, an die wenig professionell die unterschiedlichsten Waffen angeschraubt waren. Duncan seufzte und öffnete einen Kommunikationskanal. Hier spricht Leutnant McLean. Als Vertreter der Erdföderation fordere ich Sie auf, uns ungehindert zum Tor reisen zu lassen. Ein paar Sekunden später erschien vor Duncan ein Fenster mit einem martialisch aussehenden Mann. Dieser grinste ihn selbstsicher an. Leutnant McLean, ich fürchte, Sie verkennen die Situation. Hier draußen interessiert sich niemand für die Erdföderation. Sie sind in unser Gebiet eingedrungen und wir fordern Sie auf, sich zu ergeben. Mister, wir wollen keinen Ärger. Machen Sie die Flugbahn frei und wir sind in Kürze verschwunden. Meine Aufgabe ist einzig und alleine, das Kolonistenschiff zu dem Zielsystem zu bringen. Sobald ich das erledigt habe, sehen Sie mich nicht wieder. Um seine Position zu verdeutlichen, fuhr er demonstrativ die Geschütze des Jägers aus und nahm die Flotte ins Visier. Die Reaktion folgte prompt. Alle Schiffe richteten ihrerseits die Waffen auf ihn. Leutnant, erklang die Stimme des Anführers mit einem unverhohlen drohenden Unterton. Nehmen Sie doch Vernunft an. Wir sind deutlich in der Überzahl und Sie sind alleine. Wir werden das Kolonistenschiff entern. Es macht keinen Sinn, hier den Helden spielen zu wollen. Duncan spielte in Gedanken seine Optionen durch. Er deaktivierte unauffällig den Tonkanal. Er fragte Genie, wie ist die Analyse der Gefechtssituation? Die Schiffe besitzen keine übermäßige Kampfkraft. Die Bewaffnung ist mehr auf optische Einschüchterung als auf tatsächliche Feuerkraft ausgelegt. Auch ihre Triebwerke und deren damit verbundene Manövrierfähigkeiten sind dem TR-27 deutlich unterlegen. Doch die reine Überzahl macht einen Kampf extrem gefährlich. Außerdem ergeben die hochgerechneten Ergebnisse deiner bisherigen Kampfsimulationen ein starkes Defizit in der Reaktionsfähigkeit, sobald unübersichtliche Situationen entstehen. Na super, dachte Duncan zerknirscht. Genie hielt ihn wie seine Ausbilder für einen Versager. Er biss die Zähne zusammen. Sich über eine KI zu ärgern, machte keinen Sinn. Verdammter Mist, fluchte er. Die religiösen Kolonisten mochten suspekt sein, doch dem Piraten wollte er sie nicht überlassen. Dies sollte wohl sein erster echter Kampf werden. Dies war keine Übung, kein Manöver. Sein Herz schlug schneller und Nervosität ergriff ihn. Er atmete tief durch. Genie, Gefechtsmodus. Die Triebwerke jaulten auf. Bevor die Piraten reagieren konnten, schoss er eine Salve aus einer Laserkanone und startete ein Torpedo, das mit 200 g nach vorne preschte. Vor Schreck sprangen die Schiffe auseinander. Das Geschoss explodierte kurz vor der Flotte und die Druckwelle ließ die vorderste Front zurücktaumeln. Er nutzte die Zeit und setzte eine Nachricht an die Kolonisten ab. Ich versuche euch, den Weg zum Tor freizuhalten. Macht den Transfer so schnell wie möglich und deaktiviert danach sofort das Tor. Nach einer kurzen Zeitverzögerung aufgrund der Entfernung zu den Kolonisten kam die nervöse Frage des Kommandanten. Und was ist mit Ihnen, Leutnant? Duncan nuschelte gereizt. Ich komme zurecht. Gute Reise und Ende. Er war mit seiner Aufmerksamkeit bei den Gegnern. Diese benötigten nicht lange, um sich neu zu formieren. Ein Gewitter von Schüssen stürmte auf ihn ein. Nur mit Mühe schaffte er es, den heftigsten Einschlägen auszuweichen.
Am Rande seiner Aufmerksamkeit beobachtete er, wie das klobige Kolonistenschiff die Geschwindigkeit erhöhte. Er steuerte das Sprungtor an. Duncan und die Piraten verbissen sich ineinander. Noch hielt er seine Gegner davon ab, auf die Flugbahn der Kolonisten einzuschwenken. Doch ewig konnte er nicht durchhalten. Selbst mit voller Kraft brauchte das träge Schiff noch anderthalb Tage. Immer öfter streiften ihn Energiewaffen. Kinetische Projektile schlugen ein. Es war nur noch eine Frage der Zeit, bis ihn ein ernsthafter Treffer erwischte. Er brauchte eine defensivere Taktik. Er gab vollen Schub und brachte sich vorerst in Sicherheit. Wieder war das Gefühl der Überforderung da, das ihn seine ganze Ausbildung geplagt hatte. Erneut griff er die Flanke der Flotte an. Es half nichts. Wieder trieben die Angreifer ihn zurück. Der Kampf zog sich hin. Den Piraten gelang es langsam, aber kontinuierlich, einen Abfangkurs zu den Kolonisten einzunehmen. Müdigkeit schwächte ihn zusätzlich. Doch mehr als wenige Minuten am Stück konnte er nicht schlafen. Genies Berechnungen zeigten, dass es verdammt knapp werden würde. Er fluchte. Die Kolonisten waren noch Stunden vom Tor entfernt. Immer wieder musste er seine Angriffe abbrechen. Duncan bremste die Piraten nur mühsam aus. Diese drängten voran. Endlich näherte sich das Tor, aber auch die Piratenschiffe kamen in Schussweite und nahmen die Triebwerke des Kolonistenschiffs ins Visier. Einzelne Treffer schlugen in den klobigen Rumpf ein. Das Tor öffnete sich. Die Aktivierungssequenz weitete das Lichtjahre überspannende Wurmloch und gab die Passage zwischen den Sternen frei. Die Kolonisten tauchten mit viel zu hoher Geschwindigkeit ein. Schlagartig verschwanden sie im Nichts. Ein kaum wahrnehmbares Flimmern, dann erschütterte eine Detonationswelle Duncans Jäger. Was zur Hölle? Fluchte er. Das Tor war explodiert. Die Piratenschiffe trudelten in alle Richtungen. Diese Wahnsinnigen, schimpfte er. Die Kolonisten hatten die Selbstzerstörung des Tors aktiviert. Zumindest verfolgte sie jetzt niemand mehr. Es mochte Jahrhunderte dauern, bis erneut eins der Torbauschiffe ihr System ansteuern würde. Für eine verdammt lange Zeit waren sie vom Rest der Menschheit abgeschnitten. Doch Duncan hatte keine Zeit, sich Gedanken zu machen. Genie, lass uns abhauen. Volle Kraft voraus. Ja, er selber muss sich natürlich auch noch so ein bisschen in Sicherheit bringen. Das gelingt ihm auch, allerdings nur durch einen Prozess, den er jetzt auch erst in den Notfalldatenbanken des Schiffes bekommt, der dazu führt, dass er zu einem Cyborg wird, worum das ein Buch eigentlich geht, und mit dem Raumschiff eigentlich verschmilzt und halt eine Einheit bildet, die nicht so richtig voneinander zu trennen ist. So kommt er dann wieder, schafft er es auch wieder zurück zur restlichen Menschheit zu kommen, auch zur Erde. Und an der Stelle gibt es den letzten Teil für heute. Ja. Machen Sie sich keine Sorgen, Leutnant McLean. Wir haben den Raumstreitkräften die besten medizinischen Spezialisten. Wir tun alles in unserer Macht, um Ihnen zu helfen. Duncan saß vor dem Schreibtisch von Generalstabsarzt Professor Dr. Kapoor. Seit vielen Wochen harrte er mit diesem künstlichen Androiden auf der Raumstation Port Copernicus aus. Sein mit dem Raumjäger verschmolzener Körper lag in einem abgeschotteten Hangar am Rande des militärischen Sektors. Kapoor redete weiterhin beruhigend auf ihn ein. Duncan betrachtete den Generalstabsarzt. Dessen Gesicht zeigte deutlich eine indische Abstammung. Europäische und afrikanische Einflüsse registrierte er ebenfalls. Instinktiv erstellte er eine Wahrscheinlichkeitsanalyse. Er schätzte den indischen Anteil vom Genom des Arztes auf 50%, den europäischen auf 30% und den afrikanischen auf 20%. Doch Duncan schweifte ab. In Gedanken wanderte er zu seinem letzten Einsatz zurück. Im inneren Bereich des Sternensystems lauerten, wie erwartet, die Piraten. Die Erinnerung ließ ihn lächeln. Eine Woge der Erregung fasste ihn damals. Wie ein hungriger Hai pflügte er durch die Reihen der Gegner. Er tauchte in den Schwarm ein. Er vernichtete ein Raumschiff nach dem anderen. Sein Drachenwesen fühlte Angriffe, bevor sie stattfanden. Fluchtartig stoben die Piraten davon. Duncan überlegte, sie zu verfolgen, doch sie interessierten ihn nicht. Er wollte zum Sternentor, zurück in die Zivilisation. Duncan gönnte Professor Kapoor erneut etwas Aufmerksamkeit. Ich will ehrlich zu Ihnen sein, Leutnant. Was Sie getan haben, liegt jenseits all meiner Erfahrung.
Ich kann nicht versprechen, sie wieder vollständig aus dem Netz der Nanoprozessoren zu lösen. Die bisherigen Untersuchungen haben ergeben, dass ihr Gehirn bereits stark mit den elektronischen Komponenten verschmolzen ist. Duncan hörte äußerlich ungerührt zu. Gereizt entgegnete er: Professor, ich fühle mich gut. Das Einzige, was mich interessiert, ist meine Flugerlaubnis. Ich bin ein besserer Pilot, als ich es je gewesen bin. Warum verschwende ich hier meine Zeit? Professor Kapur schaute Duncan beruhigend an. Leutnant, gedulden Sie sich. Sie haben Dinge durchgemacht, die noch niemand erlebt hat. Gönnen Sie sich etwas Ruhe. Dann kommt schon alles wieder in Ordnung. Duncan schloss einen Moment die Augen. Warum behandelten ihn hier alle wie ein Kind? Hielten sie ihn für blöd? Glaubten sie, dass er nicht merkte, wie er von Woche zu Woche vertröstet wurde? Symbolisch holte er mit seinen künstlichen Lungen Luft. Ruhig antwortete er: Professor, ich bin Ihnen ja dankbar, dass Sie sich Sorgen um mich machen. Doch glauben Sie mir, das Einzige, was mir fehlt, ist endlich zu fliegen. Ich bin nicht dafür gemacht, mich hier auf der Station zu langweilen. Ich bin vollkommen einsatzfähig. Kapur schaute nachdenklich. Leutnant, Ihr Einsatzeifer in allen Ehren. Doch haben Sie bitte Verständnis. Wir müssen herausbekommen, was mit Ihnen passiert ist. Ihr Raumschiff und Ihre psychologische Konstitution befindet sich außerhalb jeder unserer Spezifikationen. Das mag ja alles sein. Doch indem ich mir hier den Hintern platt sitze, werden Sie nicht viel herausbekommen. Lassen Sie mich meine neuen Fähigkeiten austesten. Dann lernen Sie viel mehr. Ich stecke jetzt seit Wochen in diesem primitiven, menschenähnlichen Körper. Ich muss nach draußen in den Weltraum, sonst werde ich wahnsinnig. Kapo musterte ihn aufmerksam und nickte besorgt. Das ist ein Punkt, der mir Sorgen bereitet. Sie haben die neueste und hochwertigste Version eines Androiden bekommen. Dieser ist fast wie ein biologischer Körper. Er blätterte unschlüssig in den Akten herum. Trotzdem zeigen Ihre psychologischen Gutachten eine sich verstärkende Abwehr. Wut kochte in Duncan empor. Seine Augen fixierten den Arzt. Herr Generalstabsarzt, Sie wissen genau, dass ich nicht mehr die Person bin, die ich früher war. Ich bin kein normaler Mensch mehr. Sie können sich nicht vorstellen, wie begrenzt und mickrig dieser Körper ist, wenn man mit eigenen Ohren dem Gesang der Sterne gelauscht hat. Ich bin nicht krank, aber wenn das so weitergeht, machen Sie mich krank. Kapur musterte Duncan emotionslos. Nach ein paar Sekunden nickte er. Sie haben recht, Leutnant, so kommen wir nicht weiter. Hier in Port Copernicus sind unsere Möglichkeiten begrenzt. Ich werde Ihre Verlegung nach Proxima Centauri beantragen. Dort gibt es Experten, die Ihnen wahrscheinlich besser helfen können. Zurück in seiner Stube legte Duncan den Androidenkörper auf das Bett und starrte die Decke an. Was sollte dieser Quatsch? Wieder neue Ärzte, wieder neue Neurowissenschaftler und wieder neue KI-Experten, die tuschelnd ihre Körper zusammensteckten und ihn wie ein Exemplar einer fremdartigen Spezie betrachteten. Er wollte doch nur fliegen. War das so schwierig zu verstehen? Er könnte der beste Pilot der Raumstreitkräfte sein. Warum gaben sie ihm keine Chance? Mühsam zügelte er die in ihm tobende Wut. Für die medizinische Abteilung von Port Copernicus schien das alles kaum begreifbar zu sein. Die Technologien, die ihn in einen Cyborg transformierten, waren streng geheim. Sie reichten weit über Professor Kapurs Sicherheitseinstufung hinaus. Vielleicht war Proxima Centauri doch nicht verkehrt. Duncan überlegte, dass die Technik von dort stammen könnte. Die verantwortlichen Experten zu treffen, wäre interessant. Außerdem bekam er nicht oft die Gelegenheit, einen geheimen Stützpunkt wie Proxima Centauri kennenzulernen. Die Bürokratie benötigte eine Woche, bis alle Verlegungsanträge genehmigt waren. Einige Vorgesetzte forderten, dass seine Triebwerke demontiert werden und dass ein Frachter ihn nach Proxima fliegt. Man traute ihm nicht mehr. Nach 10 Diskussionen setzte er sich allerdings durch und erhielt die Erlaubnis zu fliegen. Zähneknirschend spielte er mit und gab den gehorsamen Soldaten. Mit 2 Begleitschiffen startete er von Port Copernicus. Das Sternentor lag abseits der Haupttore. Nur wenige Stunden dauerte der Flug. Zumindest fühlte Duncan endlich wieder den Weltraum. Glücklich schwebte er zwischen den Sternen. Hier brauchte er nicht mehr den lästigen, menschenähnlichen Körper. Hier existierte der Drache. Er wusste nicht warum. Doch nach der Verwandlung draußen am Rande des interstellaren Raumes
spürte er mit jedem Atom das Echsenwesen in sich. Er wusste, dass all die KI-Prozessoren in ihm einen Streich spielten. Doch wenn er an seine gewaltigen Körper entlang schaute, sah er riesige, schuppige Schwingen. Er glitt schwerelos durch den Weltraum. Die Plasmaströme des Antriebs reagierten wie von Zauberhand auf jeden Gedanken. Er breitete seine Flügel aus und schoss davon. Die beiden Begleitschiffe hopsten unbeholfen hinterher. Sie wirkten wie Kinder, die laufen lernten. Nach einem kurzen Flug erreichten sie das Tor. Mehrere schwer bewaffnete Schiffe hielten Wache und forderten Ausweiszertifikate. Leutnant McLean, funkte einer seiner Begleiter. Wir wünschen Ihnen alles Gute. Den Sprung durchs Tor sollen Sie alleine durchführen. Wir haben keine entsprechende Sicherheitszulassung. Duncan wunderte sich kurz, aber Proxima Centauri war streng geheimes Sperrgebiet. Das werde ich schon schaffen, witzelte er und steuerte das 1 Kilometer durchmessernde Portal an. Hier konnten die größten Schlachtschiffe der Erdföderation durchtreten. Es hieß, dass es bei Proxima geheime Raumwerften gäbe, wo die neuesten Schiffe entwickelt und getestet wurden. Die Begleitschiffe drehten ab. Duncan reduzierte die Geschwindigkeit. Das gewaltige Tor schwebte vor ihm im Meer der glitzernden Sterne. Er merkte, wie Sensoren ihn genau beobachteten. Sein Körper kribbelte. Kurz darauf kontaktierte ihn die Flugkontrolle ihn. Halten Sie sich bereit, Leutnant McLean. Ihr Verlegungsbefehl ist bestätigt worden. Die Passage öffnet sich gleich. Gemächlich trieb er voran und wartete. Es dauerte nicht lange. Ein Flackern entstand innerhalb des Tores. In seinen Eingeweiden spürte ein heftiges Ziehen. Das Wurmloch nahm Gestalt an. Die Raumzeit zwischen Sol und Proxima verzerrte sich wie Knetgummi. Duncan schlug mit den Flügeln und die Triebwerke beförderten ihn ins Tor. Einen Moment verfloss die Realität in einem Wirbel. Sterne schienen auseinandergerissen und sogleich wieder zusammengesetzt zu werden. Dann war es vorbei. Bei Proxima Centauri trat er zurück in den normalen Weltraum. Ja, und hier höre ich mal auf. Da beginnt das Abenteuer eigentlich erst richtig. Aber gut, wer möchte, darf das Buch natürlich auch kaufen. Aber für heute ist bei mir jetzt erstmal zu Ende. Ja, damit kann man sagen, wir haben es geschafft. Jawohl. Und ein Leseabend und eine Lesereihe gehen zu Ende. Das heißt jetzt nicht, dass gleich alle fluchtartig verschwinden müssen. Wir können hier immer noch ein bisschen plaudern. Man kann immer noch mal bei den Büchern gucken. Man kann auch ein Schlückchen auf dem Heimweg mitnehmen, wie auch immer. Und ja, insofern sage ich da einfach mal auf bald oder bis gleich. Thank you.